dreamed a dream of spring. Oh, winter, I dreamed a dream of spring. Am Puls der Zeit. Dringend gesucht. Leute, die regelmäßig Geld brauchen und nichts dafür tun wollen. Das ist ein Jux. Das ist absolut seriös. Hör zu. Wie wär's mit 3000 Mark? Da stehen die Elektronen nicht durch. 3000 deutsche Mäuse für nichts? Keine Dienstleistung? Keine Dienstleistung. Solchen Knüllern sind die Jungs nicht gewachsen. Die sollen sich nicht so anstellen. 3000 Mark. So, und jetzt kommt's. Monatlich. Die Elex sind baden gegangen. Na, dann lass das Wasser ab. Verlangen Sie ein Los der Glücksspirale. Sie bekommen es für Otto. Ja. Pass auf, jetzt bricht dein Laden zusammen. Für 5,50 Mark. Da, bitte. Wenn's wirklich ernst wird, ist auf die Elektronik kein Verlass. Zum Glück wird Geld noch gedruckt, denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Na, Schein für Schein, Monat für Monat, Jahr für Jahr Sicherheit. Vorausgesetzt. Du hast ein Los von der Glücksspirale. Wir müssen sie doch informieren, denn Lose gibt's nur noch bis Freitag. Er kam, sah und wollte das sagen, worauf viele seit langem warteten. Gerhard Stoltenberg, Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein. 3 Monate ist es her, seit bekannt wurde, dass der Spitzenkandidat der SPD, Björn Engholm, bespitzelt wurde. 3 Monate, die viel Staub aufgewirbelt haben, viel Schmutz ans Tageslicht brachten. 3 Monate aber auch, die einige Menschen ins Bedrängnis brachten. Heute dann Worte der Entschuldigung. Es bedrückt uns, dass Mitbürger dadurch in persönliche Bedrängnis gerieten. Ich nenne den Oppositionsführer Björn Engholm und persönliche Mitarbeiter des Ministerpräsidenten aus der Staatskanzlei, wie die Sekretärin und den Fahrer. Als Landesvorsitzender der CDU entschuldige ich mich bei Ihnen dafür, dass dies in der Verantwortung und durch das Fehlverhalten eines Ministerpräsidenten meiner Partei geschehen ist. Wir sind verpflichtet, unseren Beitrag für einen neuen Anfang zu leisten. Guten Abend im Heute-Journal. Die Entschuldigung kam reichlich spät, werden die einen sagen. Die anderen werden Stoltenberg Respekt zollen. Die Geste muss ihn viel Überwindung gekostet haben, weil ja auch die Entfernung vom hocherhobenen Kopf bis zum gebeugten Knie besonders groß ist. Nach der Entschuldigung heute und dem letzten Untersuchungstag gestern haben wir wieder ein paar Meilen durch das sumpfige Gelände der Barschel-Affäre zurückgelegt. Einen abschließenden Kommentar traut sich dennoch immer noch keiner zu. In Hamburg, meine Damen und Herren, ist heute ein Mann von einem Verbrechen freigesprochen worden, für das er vor 17 Jahren verurteilt worden war. Lebenslänglich hatte Holger Genzmer bekommen für Vergewaltigung und Ermordung eines 6-jährigen Mädchens. Heute haben die Richter entschieden, dass er diese Tat nicht begangen hat. Jürgen Grahn berichtet aus Hamburg. Er verließ den Gerichtssaal nicht als strahlender Sieger, obwohl er eigentlich allen Grund dazu gehabt hätte. Das öffentliche Interesse an seinem Fall irritierte ihn. Herr Genzmer, Sie sind freigesprochen worden. Wie fühlen Sie sich? Gut. Was werden Sie jetzt machen? Essen gehen. Erstmal. 17 Jahre hatte Holger Genzmer unschuldig im Gefängnis gesessen. Das bestätigte ihm heute das Gericht. Zu verdanken hat er den Freispruch seinem Anwalt, der für ihn ein Wiederaufnahmeverfahren durchboxte. 1971 war Genzmer zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er nach Meinung des Gerichtes dieses Mädchen ermordet hatte.
Der Urteilsverkündung war ein ständiges Hin und Her vorausgegangen. Genzmer gestand den Mord, widerrief und gestand erneut. Dass der Mann jetzt freigesprochen wurde, liegt an diesem Protokoll. Kripo-Beamte hatten es damals im Rahmen der Ermittlungen angefertigt und darin bestätigt, dass Genzmer für die Tatzeit ein Alibi nachweisen konnte. Wieso diese Ergebnisse zur damaligen Zeit vom Gericht nicht entsprechend gewürdigt wurden, ist offen. Vielleicht, weil das Alibi-Protokoll in die Beiakte wanderte. Bis heute unverständlich ist, dass die Polizeibeamten, die das Protokoll ja kannten, sich nach der Urteilsverkündung nicht zu Wort meldeten. Die Beamten machten bei der Polizei vermutlich Karriere, die Existenz des Alibi-Protokolls geriet in Vergessenheit, ja, wurde jahrelang sogar bestritten. Genzmer saß im Gefängnis Fuhlsbüttel seine Strafe ab. Ein Anstaltspsychologe, der sich mit seiner Akte beschäftigte, brachte 1985 dann den Stein ins Rollen. Das Alibi-Protokoll wurde gefunden, wegfrei zum Wiederaufnahmeverfahren. Herr Dr. Daniels, Herr Genzmer hat 17 Jahre unschuldig in Haft gesessen. Warum bekommt er jetzt keine Entschädigung? Wir haben über die Frage der Entschädigung bei unschuldig erlittener Untersuchungshaft oder unschuldig erlittener Strafhaft ein Gesetz. Und in diesem Gesetz ist eine Regel enthalten, die besagt, wenn jemand die Strafverfolgungsmaßnahme selbst grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat, dann bekommt er keine Entschädigung. Das Gericht hat es hier so angesehen, und zwar mit Berufung auf das Geständnis von Herrn Genzmer. Das Gericht hat gesagt, wer gesteht und dadurch die Verursachung selber setzt, dass er verurteilt wird, der bekommt nach diesem Gesetz keine Entschädigung. Hätte man in diesem Fall nicht die besonderen Umstände berücksichtigen müssen, die Persönlichkeitsstruktur von Herrn Genzmer oder auch, dass man ihm Unterlagen gegeben hat, zum Beispiel Tatfotos? Es gibt in der Tat in diesem Fall eine ganze Reihe von recht ungewöhnlichen Umständen. Das ist bei Wiederaufnahmeverfahren immer so. Sie sind ja auch relativ selten. Man muss dazu sagen, dass dieser Fall möglicherweise im Punkt der Entschädigung in die zweite Instanz geht. Genzmers Anwalt hat vorsorglich Beschwerde eingelegt. Das Gesetz sieht 10 Mark Entschädigung pro Tag vor. Außerdem einen Verdienstausfall. Im Gefängnis machte Genzmer seine Gesellenprüfung als Schuster. Er hat auch schon einen Arbeitsplatz. Doch erst einmal will er in Urlaub fahren, denn die Jahre in der Haft haben ihn schwer mitgenommen. Oh, ich bin verbittert. Vorgestern, meine Damen und Herren, tauchten unter der Aufsicht von DDR-Soldaten Vermessungstrupps auf und steckten die Mauer neu ab. Warum sie das getan haben, wurde heute Morgen erst klar, als die Betonmischer kamen. Das 250 Meter lange Teilstück vor dem Brandenburger Tor soll offensichtlich auf 4 Meter Höhe angehoben werden, damit die 165 Kilometer lange Mauer um West-Berlin der DDR-Norm genügt. Ist das deutscher Perfektionswahn oder was? Fragen wir Thomas Bellut. Also offenbar war da kein Ton mitgekommen aus Berlin. Wir gehen jetzt zu unserem nächsten Beitrag, aber vielleicht noch eine Bemerkung, dass dieser Mauerbau oder der Ergänzungsbau da erfolgt eine Woche nach der Unterzeichnung des Washingtoner Abkommens und 4 Tage nach dem Besuch Gorbatschows in Ost-Berlin, ist doch etwas merkwürdig. Führt die DDR da nur eine Baumaßnahme durch oder setzt sie gar ein Signal? Glasnost, das heißt Transparenz, es mag für Moskau gut sein, für Ost-Berlin noch lange nicht. Genug der Mutmaßung, bleiben wir bei den Nachrichten. Ja, und auch die beginnen mit Berlin. Die 3 westlichen Schutzmächte haben eine Berlin-Initiative begonnen. Sie wollen in Absprache mit der Sowjetunion die Lebensbedingungen der Stadt verbessern, sie attraktiver machen. Wie US-Außenminister Schulz in Bonn mitteilte, ist an einen verbesserten Zugang und an mehr Flüge gedacht. Schulz informierte den Bundeskanzler über das Gipfeltreffen in Washington. Der Abschluss des Mittelstreckenvertrages sei der Erfolg.